Servus, moin moin und hallo Leute bei einer weiteren Folge Dead by Daylight. Heute spielen wir wieder vier Überlebende und verstecken uns vor dem Killer. Also bleibt dran und schaut, ob wir es schaffen zu entkommen. Und pssst! Gibt mehr Maps, genau. Ziemlich früh eigentlich sogar, oder? Kommen Sie das aussuchen oder haben wir jetzt einfach die Map eingeladen? Man kann so Opfergaben einreichen, dass wahrscheinlicher ist, dass gewisse Maps kommen. Mhm. Genau. Aber sonst sind die random, es kann sein, dass wir jetzt andere haben. Ja, genau. Also ziemlich sicher andere normalerweise, weil es echt viel gibt mittlerweile. Okay, aber wobei die vom Aufbau schon immer sehr ähnlich sind. Ja, genau. Stimmt. Dann halt vom Setting ein bisschen anders. Gut, es gibt ein paar, die bloß in Gebäude sind. Die haben schon nochmal anders dann. Ja. Aber stimmt schon, eigentlich die offenen Maps sind echt immer so ungefähr gleich. Und du kriegst echt mit der Zeit ein Gefühl, wie die Generatoren verteilt sind und so, und du siehst halt dann auch schneller mal auf der Map rumstehen. Mhm. Du musst halt echt immer schauen auf die Stangen, wo um die Lüfter sind. Also die haben halt immer aus, klar, aber, oder beziehungsweise blinken so ganz bisschen. Ja. Aber da siehst du das dann auch schon von der Entfernung. Und wie gesagt, genau, immer wenn etwa geschlagen wird, dann hört man es eher meistens auf etwa ein Schreien und du siehst links unten immer dann den Status, ob der gerade liegt, blutig ist. Oh. Jetzt sind wir im Gebäude, das ist sau schlimm. Da sich zum Orientieren ist mega schwierig. Ja. Oh no. Aber da kann man echt gut abhauen. Ja, da kannst du echt gut abhauen, du birgst immer Ecken in einen Raum ein und versteckst dir halt irgendein. Oh, es ist Krankenschwester, die kann sich teleportieren. Aber die hat's ziemlich, schwer. Alter, die ist schon da. Alter, sick. Aber das ist die schwierigste Map für Krankenschwester. Also hier ist ultra laut. Oh Gott, der ist genau hinter mir, what the frick? Lost me. Und da muss halt sobald sie dann so einen komischen, das erste Mal so ein Geräusch schlagen, weißt du, jetzt teleportiert sie es gleich. Da muss einen Haken schlagen und abbiegen, weil die kann sich bloß immer gerade teleportieren. Ich weiß nicht, wo es ist, aber sie ist, oh fuck. Also bei der hilft es echt gut, in Räume zum Laufen und Ecken biegen sie irgendwo weg zum Ducker. Außer sie können zu nah, dann hört sie halt rumstöhnen, wenn du schon angeschlagen bist. Oh Gott. Aber auf derer Map ist es tatsächlich sehr schwierig, einen Generator zu finden. Ja. Weil du halt alle Räume einfach durchsuchen musst. Und man kann sich ja nicht orientieren, das ist der Scheiß. Wärst du nur verfolgt eigentlich? Jetzt habe ich es hoffentlich abgekriegt gerade im Moment. Ja. Ich kann nicht dann bald reparieren. Wie lange dauert denn so eine scheiß Generatorreparatur eigentlich? Schon ein kleines bisschen. Die alte ist bei mir. Also das haben wir alle ziemlich nah irgendwie. Überall Herzschlag, aber einen anderen Generator. Die ist bei dir, Roman? Ja. Das Problem ist halt, dass mir nicht wissen, wo der Roman ist, oder? Na. Oh, wow, ich mach das gerade. Ich mag nicht angeben, aber ich mach das gerade ziemlich gut. Eddie, die ist auch bei dir in der Nähe jetzt. Gleich. Ja. Und auch bei mir in der Nähe anscheinend. Ja, sie ist bei mir. Aber sie verfolgt mich noch nicht. Oh Gott, die sitzt da in so einem Eck und hofft, dass wir nicht durchkommen. Sie ist gerade im gleichen Raum wie ich versteck mich unter so einem Krankenbett. Oh, ein Meter neben ihr, oder? Oh, den ersten Generator. Guck mal. Alter, lol. Schau, oh, das hätte ich einfach. Mann, das hätte ich jetzt filmen müssen, damit sie ein Gefühl dafür kriegt, was der Roman damit meint, einfach mal sitzen zu bleiben und sie weg zum Ducker quasi. Mhm. Weil also ist einfach, oder sich wirklich bloß so ein paar Meter bewegen, immer so. Ja. Man kann sich ja saugut hinter einem Baum zum Beispiel verstecken, wenn er Bord nur ist. Wo sind denn eigentlich alle? Ich sehe keinen von euch. Ich sehe weder ihr, eigentlich noch die blöde Krankenschwester. Ich hab so Angst. Ist das vielleicht am Mörder orientiert, wenn es bei Map kommt? Krankenschwester, Krankenhaus? Na, das ist vom Brutzeltyp eigentlich. Das ist gleich bei mir. Ich hab's gleich, aber. Ah, da ist er. Okay. Ah, da bist du. Eddie, du warst. Kannst du im Schrank verstecken? Das ist ja witzig. Kunst ja, da. Aber da vor. Oh, das ist einfach an mir vorbei. Ist die dumm? Jetzt hat's mich. Ja, was Erdnuss. Jetzt hat's mich. Roman, du kannst dann Eddie heilen. Ja, ja, ja. Sie läuft mir gerade noch. Bleib mal stehen. Jo. Ah, die ist Gott sei Dank. Achtung da, Achtung! Oh, na, so, was ich hab nicht gewusst, dass ihr da seid! Sorry! Ich hab immer noch kurz gesehen, wo heißt zum die Beispiel alle, jetzt nicht. Sie ist einfach straight an mir vorbei. Hä, die Map ist aber irgendwie verändert. Die war letztes Mal nur anders. Ha. Bei mir ist es gleich. Ja, Ertl, das ist halt, man sieht sie oft nicht auf so einer Map. Ja, warte. Aber wirklich, aber deswegen. Ja, mein Herzschlag ist verstärkt. Ah, ja, dann ist es bei dir noch nicht, ja. Dann bist du auch da irgendwo, ich hab die ganze Zeit Herzschlag. Oh Gott. Jetzt hab ich nur mal. Jetzt ist er weg. Das ist echt auch crazy, weil irgendwie. Wir alle immer. Merci. Parallel.
Ah, warte, was ist ein Clean? Was ist mit den Totems? Das kann ich doch mal. Die Kunst hat zerstört, da konnte der Killer so Flüche drauf. Da, aber das bringt eigentlich bloß was, wenn da Feuer brennt. Ja, also die ist echt sehr schlecht. Ihr könnt sie echt sau oft wegducken. Die fahrt jetzt schon zweimal einfach an mir vorbeigegangen, wo ich einfach nie bei ihrer Knie bin. Ohne Versteck eigentlich oder so. Okay. Also ja. Simon, sie sieht die einfach nicht, oder wie? Ja. Ja, aber bei mir auch schon. Das ist aber echt nicht, das stimmt schon, das ist wirklich nicht so gut. Ah, der doch, schaut echt anders aus, wenn du das verstehst, weiß ich, was du meinst. Mit den Vorhängen und so. Ja, na, so Gitterdinger so, es gibt so abgeriegelte Dinger, Bereiche. Man kann sich ja ganz gut am Herzschlag orientieren. Ja, genau, also das ist wirklich, sobald der Herzschlag kommt, weißt du, okay, der Killer kommt jetzt in der Richtung. Und wenn sie einen Generator repariert, hört sich der Killer auch, wenn er in der Nähe ist. Also dann immer gleich aufhören und halt weggehen ein bisschen. Und dann halt am besten nicht wegsprinten, weil dann weißt du, was für Richtung du weggegangen bist, sondern einfach so weg zum Schleichen. Jetzt kommt's. Der, wo bei mir gerade ist. Oh, sie war gerade bei mir, jetzt ist sie weggegangen. Okay. Jetzt hat sie mich gesehen. Ich lock's weg, ihr könnt's weiter reparieren. Ja. Ich hab halt einfach nur keinen Generator gesehen, mein Held. Ich bin genau gegenüber bei meinem gespawnt, das war mein Glück. Also. Ich hab's abgehängt, vorsichtig wieder an die, wo Herzschlag haben. Na, siehst du mal die ganze. Also von Optik. Ja. Ah, jetzt hab ich's gesehen, jetzt hab ich's gesehen. Aber sau nice eigentlich. Ich glaube, sie geht wieder weg. Sie kommt wieder. Der, wo bei mir repariert, da kommt sie wieder. Alter, sehr gut, ihr. Sückst du das eigentlich, ja? Ja, das kriegst du mal bei Nachrichtung. Sau gut gemacht, Eddie, du hast es gerade ein bisschen abgelenkt. Die ist gerade an mir vorbeigehuscht, ja. Aber ich hab immer noch keinen gesehen, von euch Boys. Ja, das ist etwas kompliziert. Und wenn ich wo drüber springe, sückst du das auch, oder wie? Ja, genau, wenn du das schon mit Sprint machst, wenn du einfach so drüber steigst, nicht. Ah, okay. Weil der Roma, wir gambeln nicht gerade so hart. Ja, ja. Das ist gerade so irre. Hat jemand gerade hinten drüber? Nein, sie ist bei uns die ganze Zeit, aber sie verfolgt keinen, aber sie sucht uns. Alter, ich hab gerade so dermaßen den Herzschlag. Hey, wo ist die? Also wenn du wieder was findest, Erdl einfach weiter rappen. Ja, bin ich gerade, aber ich glaube, Oh, da ist. Alter, oh, das ist einfach wieder vorbei. Ja, das ist so lustig gerade mit ihrer. Komm, was echt. Oh, ne. Okay. Die ist so dermaßen blöd, die Frau. Mein Herzschlag ist ganz schön dick, Mann. Oh. Ah, servus. Servus. Wo da vorne ist? Ist da hier draußen auch noch generatormäßig was? Nein. Ich glaube, die Gänge sind fast clear. Man muss jetzt mal, da gibt es ja noch so ein Büro, gibt es noch irgendwo und so ein Behandlungssaal. Ah, und im Büro, wenn ich bei das Büro finde, da ist ein Generator und so ein Behandlungssaal gibt es noch. Da was sind, mit den Raben immer da? Wenn du halt vorbei sprintest oder schnell vorbeigehst, scheuchst das auf und da kehrt ja, der Killer ist theoretisch auch. Ah, okay, der ist nämlich gerade aufgescheucht dran. Und wenn du jetzt lang im Schrank stehst, sitzen sie auch Raben drauf und schreien halt rum. Okay. Lol, jetzt magst du sie einfach da verstecken bei dir. Irgendjemand war gerade in der Nähe vom Büro. Ihr hört es auch oft, dann wird bei gerade repariert. Dann kannst du da hingehen und mithelfen. Dann geht's schneller einmal. Genau, dann kommen wir da mal her. Wenn man es nicht zu mehr repariert, dann geht's jetzt schneller. Einfach am Geräusch orientieren, wo es das Werkeln her ist. Achso, nein, ich repariere gerade selber. Achso, okay. Jetzt. Oh, ich bin gerade in dem Assistenz und da habe ich jetzt gerade irgendwie Herzschlag. Wir waren einen ganz großen Herzschlag. Oh oh. Okay, wir sind alle sehr nah beieinander anscheinend. Ich hab einen. Das war jetzt gerade top, wenn du es dadurch weglegst. Das! Shit! Nein, sie ist bei mir im Abbrecher. Sie hat mich! Macht's fertig, macht's weiter! Würdest du sie aufhängen? Ja, sie laufen halt noch. Ich finde einfach keinen scheiß Generator, ja. Das ist auf der Map aber echt sehr schwierig tatsächlich. Ah, okay, da ist gerade einer gestorben. Sind sie auf? Sie hat mich, ja. Also habt's also, noch Zeit. Ich bin in dem, im Büro. Passt. Ich hab ihn gleich, wir haben's gleich. Oh, ist sau gut, du bist ein geiler Perk, nämlich. Nein, das hab ich nicht mit der Scheiße. Wurscht. Oh, was ist da im Keller unten? Nee, den Keller gehen. Okay. Hab ich! Jetzt seht ihr die zwei Dinge, wo die Ausgänge sind. Aufleuchten gerade, da müsst ihr halt dann hin. Und macht mal die Tore. Einer muss mir den abhängen. Achso, ja. Aber der eine, wo gerade nicht Richtung Ausgang läuft und rumknirgelt, da ist gerade hingelaufen. Die ist einfach mit vorbeigelaufen, ja. Ist die doof. Komm zu mir, Ertl. Ertl, komm zu mir. Der Ertl ist in der Nähe. Sie, glaube ich, ist auf Weg zu euch zum Ausgang. Wie schnell geht der? Ja, der kommt zu uns. Jetzt kannst du mich abhängen eigentlich, easy peasy. Und dann musst du auch, weißt du, wo die Ausgänge sind, Ertl? Na. Okay. Und da jetzt einfach Richtung oben müssen wir jetzt. Die ist echt sau blöd. Und jetzt einfach immer den Gang hoch und dann einfach mit links abbiegen, dann kommst du hin. Wo machst du noch? Was machst du? Ich wollte mich nur heilen. Also unseres war offen. Ja, wenn wir rausgehen, oder? Ach, ich bin ja schon geheilt über den Berg, ja. Oder man wartet noch, ob die anderen Hilfe brauchen. Ja, stimmt. Genau, schau gern, da gibt's jetzt ein Exit-Schild und da gibt's einen Raus-Ertl. Ich
Gerade aus Ofen. Ich bin nicht einmal gehittet worden von der. Ja. Alter, Sam Olli, nice. Alter, GG, Jungs. Nice. Übelst. Da hab ich gleich meinen Depp gemacht, Jungs. Aber echt, ey. Vorgeneratoren. Ja, sau stark. Richtig gut, die Runden. Aber die hat sich echt. Ja. Die ist echt zweimal einfach mit vorbeigelaufen, das war ein bisschen abgefahren. Mit der haben sie echt cool verstecken können, einfach. Ja. Ja, nice, ein Stein. Gibt fette Belohnung fürs Blutnetz. So, und da hat er seinen Rechner. Oder? Aber das bestimmt den nächsten Tage mal dabei. Nice, Stein. Denk ich mal. Aber man kann ja einfach spielen, dass einer von der 5er Gruppe der Killer ist. Ja, genau. Ja. Oh, Alter. Da musst du dann aber echt, also komplett ohne Perks oder so spielen. Es gibt ja da ein paar so extrem OP-Dinger. Behaupte ich. Für die Map oder was? Und ne. Es bockt sich schon mal ein bisschen mehr, wenn man es gegen Fremden spielt. Ja. Aber ich bin einfach direkt beim Remark. Das haben wir zwei, glaube ich, miteinander jetzt. Dann, also genau. Achso, passt. Also alles, was du halt miteinander machst, geht schneller, egal ob es heilen, reparieren ist und so. Ich finde das ein furchtbar. Oh ja. Oh ja, der hat Schlag. Böse, das ist eine Krankenschwester. Oh Gott. Ja, Krankenschwester. Gut, Eddie. Danke. Doch, jetzt habe ich. Ja, das ist um. Ich glaube, sie dreht wieder um, oder? Ja, sie verfolgt mich, glaube ich. Oh fuck. Ach, beim Roman bin ich unterwegs, oder was? Ja, sie verfolgt mich. Sie ja, schau, weil sie alle die gleiche Negerfrau seid. Das ist einfach kacke. Nein, es ist gut. Na, was, der Geiter spielt doch gerade Thomas. Oh fuck. Ja. Dumme Drecksau. Ich spiel gerade Thomas. Der Andi läuft gerade ziemlich auf uns zu. Ah fuck. Andi läuft in die andere Richtung. Okay. Ich bin direkt beim Andi, kein Abhänger. Alter, das hat sich für Assli gesägt. Läuft. Oh Gott! Okay, lauf doch nicht zu Anna. Jetzt war ich so irritiert. Oh, sie kommt! Oh Gott! Ja. Die hängt mir jetzt dann irgendwo auf. Ach, die hat die nur, oder was? Ja, die hat mich noch. Kannst du frei wiggeln? Okay. Nein. Okay, sie steht nur bei mir. Okay, jetzt kommt sie zu euch, zu dem komischen Bagger da. Ah, okay, sie ist wieder weg. Sie ist bei dem Generator. Ja, bei dem ersten. Und schaut einfach nur auf den Generator. Ja, jetzt hat's draufgehauen, dann ist halt quasi der Reparaturfortschritt okay. Wieder. Verstehe. Das ist voll gemein. Jetzt ist es wieder bei mir. Und geht wieder. Jetzt weg, geht's, sie ist weiter weg. Heisen. Ja, ich sehe ich eben ab. Die ist direkt bei mir, gell? Die ist nur da. Okay. Ja, okay, passt. Merci. Na, sie ist bei mir, wo ist denn? Sie ist bei mir, sie verfolgt mich jetzt. Safe. Also einfach, ja, also einfach heilen und machen. Was machen sie? Die ist echt nicht so gut tatsächlich. Ja gut, so gut. Geite ist immer noch hinter dir, ja? Ja, ja, ich sag schon, wenn es nicht mehr so ist. Geh weg von mir, Geite, geh weg! Sie verfolgt mich und sie hat mich nicht mehr, sie hat mich verloren. Sie ist einfach umdreht, jetzt genau gesehen. Ja, weil sie halt meine Spur verloren hat, weil ich da irgendwo stehe. Soll ich dich schnell heilen? Ja, wenn du da bist. Ah, fuck it! Oh Gott! Jetzt ist es bei mir wieder. Erdlich verfolgt mich. Achso. Ja, stimmt, aber ich mag jetzt gerade immer knicken, oder? Na, du. Ja. Du bist, du ja, eben. Bist du noch hinter dir? Ja, ja, ich sag schon, wenn es nicht mehr so ist. Hey, warum habe ich mein Dingkasten weg, oder was? Das ist traurig. Jetzt hebt es mich erstmal dann nur auf, also ich hab's noch Zeit. Trockt mich noch. Kannst du mal bei meiner Richtung laufen von den Gesunden? Ja, ich komm zu dir. Trockt mich noch, jetzt häng ich. Also ab jetzt läuft sie wieder, sie läuft in Richtung links. An der Hütte vorbei. Mittig ins Feudel eigentlich eine. Auf einen kommt es gerade zu, der wurde mitten rumgenirgelt. Ah ja, das ist von mir. Aber ich bin jetzt in der Hütte drin an dem Generator. Na, sie sieht mich nicht. Das ist übelst gejuckt, Mann. Voll reingeprankt. Jetzt macht sie gerade wieder kaputt, die Schlampe. Wie hängt die ab? Passt. Also ihr kennt's. Die nimmt halt echt ihren scheiß Skill nicht her.
Also ihr könnt's weiter rappen. Das war saudumm von mir, wenn ich ehrlich bin. Irgendwann, da muss dann bloß noch ein Ur-Teenager irgendwann heilen. Oh no, da ist er, da ist er, die alte Schlammsau. Die alte Schlammsau. Also Eddie, du bist ein guter Rapper, oder? Ey, ich bin so am Rappen gerade. Nice, Stein. 8 Mile bin ich jetzt dann. Sie verfolgt die nur, gell, Roman? Ja, ja. Weil sie schwebt gerade so geisteskrank durch die Gegend. Ja, und ich hab so einen Herzschlag gerade. Alter, was ist denn los? Ich häng da bloß noch fest. Generator ist fertig. Nice. Ja, aber hol mir mein Erste-Hilfe-Kasten nicht mehr, oder warum ist der weg? Also, vielleicht hast du ihn schon verbraucht, ja. In dem vorherigen Spiel, aber eben doch, du hast doch richtig Spiel wieder, oder? Nein, du musst immer wieder nice Kaffer quasi, dann hat du den Blutnetz. Ruhig bleiben, bitte. Ja. Wir müssen gerne einen Was ist los? Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, hab ich nicht gewusst, dass du da bist. Tun wir eigentlich mal jemanden heilen, wenn jemand in der Nähe ist? Ja, wir wissen ja nicht, wo du bist. Ja, ich weiß ja, wo ihr seid. Nur besser. Ja, ich hab's abgelenkt. Das war jetzt aber eine lange Verfolgungsjagd. Was ist das für ein Perk, der da, den ihr da habt, der da immer abläuft? Du bist crazy. Jetzt mach ich den nochmal fertig, der General Vader. Was ist denn ein auffälliges Merkmal, wo wir uns treffen können, Erdl? Diese fette Riesenbagger. Da gibt's zwei. Ah, ich sehe die. Bist du das? Ja, warte nur kurz, ich komm gerade. Also, die sind gerade mehr beim Riesenbagger. Oh, hinter euch, geht's weg, lauft, oh Gott. Roman, lauf du zum Erdl? Ui. Zum Riesenbagger. Trefft euch beim Bagger. Ja, ich bin beim Bagger. Roman, ja, schau mal. Ich halte dich schnell. Hinterm Baum, da bin ich. Ich hab's ziemlich weit weg geleitet. Was gut gemacht. Jetzt hab ich dann gesehen, wenn es auf jetzt 1-2 zugelaufen ist. Das war wundervoll. Ich bin gleich bald down. Ich bin im Fadel, ist die da irgendwo? So, jetzt macht man schnell fertig, oder? Ich bin da, ne? Ihr übelst herzlich. Sie ist geisteskrank bei mir noch. Jetzt ist es abgehauen. Nein, ist noch. Oh shit, der Ausgang ist direkt da. Wo sie ist. Beim einen Ausgang ist sie gerade geisteskrank. Oh ja, fuck. Die läuft zum anderen. Aha, fuck. Das ist doch ultra schwierig als Killer zu spielen, oder? Ja, mega. Stark, Eddie. Weg, die ist da gleich. Die ist da gleich hinten, gell? Aber die ist, also, da halt jetzt bloß nur die Ausgänge wichtig sind, dann lassen sie echt sau oft vor allem ab und der nur noch zwischen die Ausgänge hin und her laufen. Ja, okay. Ah, hörst du das? Ja, ja. Okay. Jo, merci. Tor Nummer 1 ist offen. Oh, sie ist gerade in der. Ja, in dem Kapuff. Ja. Hat's beim anderen Ausgang nur. Wir müssen aber nicht alle durch den selben raus, oder? Nein. Machst du den auf, oder wie? Nein, sie ist da die ganze Zeit, oh die kommen nicht weg. Oh Gott, jetzt können wir aufmachen. Eddie, jetzt kannst du zum Ausgang laufen und aufmachen. Das ist so ein Ding, wo du drunter drücken musst. Jettl, jetzt kommst du zu uns, ey. Ich war halt nicht versteckt, ich bin einfach... Ich geh einfach raus, kann ich da weglaufen? Ja, geh einfach raus. Ah. Das schon. Riesenscheiß. Escaped, my friend! Oh Gott, es dauert ja ewig. Bitte, geh auf! Also sie ist jetzt erstmal zum anderen. Die ist immer noch bei uns, ihr habt Zeit. Okay. Also bei uns ist auch gleich offen, dann kommen wir eigentlich alle raus. Richtig stark schon wieder, richtig stark, Jungs! Kommst raus, Roman? Nice, Mann! Ja, jetzt, wo ist denn jetzt der Zieg? Ja, also wir sind beim Ausgang, wir könnten raus, instant. Ja, passt, geht's raus, ich mach mich auf den Weg, ich schaff's. Passt. GG. Ui, das ist sick. Schon ein bisschen Puls, oder? Mhm. Das war echt gerade geil, wie es immer rumgelaufen ist da bei uns, gell? Weil da einmal, wo ich kurz vorm Ausgang war, bin ich wirklich einfach straight am Bums gesessen. Sie ist direkt neben mir vorbeigelaufen. Ja. Weil es einfach eine blinde Kuh ist. Der nimmt halt auch seinen Skill nicht her, dass er teleportiert oder so, das verstehe ich nicht. Vor allem jetzt gerade am Schluss bei den Ausgängen, kann das immer hin und her teleportieren.
Wie kann ich mir denn da jetzt einen blöden Kopf verkaufen? Ach, da, oder? Blutnetz. Und lest unbedingt mal eure Perks durch und was ihr so an Perk-Auswahl habt, dass ihr was findet, was euch taugt und so, wenn ihr da mehr habt, dann mit der Zeit.